Christian Langner hat ein Side-by-Side vom Typ LTEC XS1000 4x4 im Einsatz zur Pflege des Schlossgartens von Schloss Walkershofen. Und das ist eine große Aufgabe. Schließlich hat er sich gemeinsam mit Carina Pfeffer vorgenommen, mit Schloss Walkershofen die exklusivste Hochzeits- und Event-Location Bayerns zu bieten. Die Rechnung ging auf. Mit dem LTEC kann Christian Schnittgut zum Kompost transportieren und schätzt dabei die serienmäßige hydraulische Hubvorrichtung der Ladepritsche. Ein Zug am Hebel und die Ladefläche kippt. Ein weiterer und sie fährt zurück in die Waagerechte. Bei manchem Premium-Hersteller ist das ein teures Extra. Das mittelalterliche Bauwerk liegt in Simmershofen, rund 40 Kilometer südöstlich von Würzburg. Als Christian und Carina das Schloss im Jahr 2013 übernommen haben, war das Bauwerk nur teilweise renoviert. Um hier feudale Hochzeiten zu feiern, musste der Festsaal mit erheblichem Aufwand ausgebaut und neben den Festräumen eine den Bestimmungen entsprechende Küche sowie ein Sanitärbereich eingebaut werden. Für die Veranstaltungen muss natürlich auch der Park gepflegt werden. Dabei hilft der LTEC XS1000 4x4. Nicht unwichtig außerdem, der LTEC wird von einem Dieselmotor angetrieben. Damit ist er sparsam und da es sich auch bei allen anderen Fahrzeugen des Schlossbesitzers um Selbstzünder handelt, gestaltet sich die Kraftstoffversorgung einfach. Fahrspaß hingegen will mit dem 22 PS starken Trecker freilich nicht so recht aufkommen, aber der steht bei der Arbeit ja auch nicht im Vordergrund. Hallo, mein Name ist Christian Langner. Ich bin der Schlossbesitzer von Schloss Walkershofen. Und wir haben uns den LTEC angeschafft, um unsere Schlossarbeiten und Gartenarbeiten hier zu verrichten. Wertvolle Dienste leistet der LTEC auch bei den Open-Air-Veranstaltungen auf Schloss Walkershofen. Mit dem Utility Terrain Vehicle lassen sich selbst schwere Pkw-Anhänger leicht rangieren und Gegenstände über die Rasenflächen transportieren, wobei die breiten, druckarmen Reifen des Side-by-Sides geringstmöglichen Bodendruck aufbauen und damit den Boden minimal verdichten und die Grasnarbe schonen. Inklusive Servolenkung, hydraulischer Hubvorrichtung für die Ladepritsche und sperrbaren Front- und Heckdifferenzialen gibt sich der LTEC XS1000 4x4 mit einem Listenpreis von rund 15.000 Euro bescheiden. Sicherlich kein Nachteil für Europas jüngsten Schlossbesitzer, der in das Bauwerk noch eine ganze Menge investieren muss. Allerdings halten wir jede Wette, dass er sein Arbeitsgerät in ein paar Jahren gegen ein anderes austauschen wird, das mehr Fahrspaß bereitet. Als Kennem-Händler hat Quadstadel Schwab in Burg Oberbach, wo Christian den LTEC gekauft hat, dann sicherlich das richtige Angebot.